Ein herzliches Willkommen erstmal bei Pagiel TV. Heute zeige ich euch mal, wie man SIM und Telefonkontakte bei Google speichert, also in der Cloud. Okay, was für einen Vorteil hat das überhaupt? Der erste Vorteil ist natürlich, dass wenn ihr euer Handy bzw. euer Android-Tablet verliert oder es kaputt geht oder geklaut wird, dann habt ihr trotzdem eure ganzen Kontakte noch. Und was noch ein Vorteil ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein neues Handy kauft, natürlich auch mit Android oder ein anderes Gerät, da könnt ihr natürlich immer auf die Google-Kontakte zurückgreifen, da einfach die ganzen Kontakte gespeichert sind. Mit E-Mails, mit Telefonnummern, mit Bildern und was ihr da auch alles habt. Okay, bestes Beispiel ist eigentlich, warum ich das Video mache, weil mir das sehr, sehr geholfen hat. Und zwar wurde bei mir ins Auto eingebrochen und das Handy wurde natürlich geklaut und normalerweise hätte ich ja überhaupt keine Telefonnummern gehabt. Und genau, aber ich habe es natürlich bei Google gespeichert und deswegen konnte ich natürlich in meinem neuen Handy, das ich mir dann gekauft habe, hatte ich natürlich dann auch wieder alle Kontakte drin, automatisch. So, was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr das in die Cloud ladet, euer Akku ist leer, ihr seid irgendwo in der Pampa, aber ihr habt irgendwo Internet, ihr könnt euch mit euren Accountdaten einfach anmelden und einfach eine Telefonnummer raussuchen. Eine sehr, sehr gute Sache. Okay, jetzt fangen wir erstmal an. Was wir natürlich als erstes machen ist, das Handy ist jetzt zum Beispiel hier neu, hier auf der rechten Seite zu sehen, das hier. Und genau, wir gehen als allererstes auf Kontakte und wir sehen, wir haben hier die ganzen Kontakte. Wir sehen hier natürlich auf der Seite, dass hier die Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert sind. Genau, und zwar bei mir sind die standardmäßig alle auf der SIM-Karte gespeichert, weil das Handy jetzt neu ist und genau. Die Standardeinstellung ist auf der SIM-Karte. Und was wir jetzt natürlich machen, ist, wir drücken hier zum Beispiel bei Samsung-Geräten auf die Optionstaste. Das ist die hier unten. Dann öffnet sich dieses Fenster. Und was wir natürlich jetzt machen, ist, wir lassen uns die Kontakte anzeigen. Das schauen wir jetzt mal an. Okay, wir haben hier zum Beispiel alle Kontakte, werden uns angezeigt. Das sind jetzt alle Kontakte, die ganzen Kontakte, die ich habe, auf dem Telefon. Ja, und die wollen wir jetzt von der SIM-Karte oder auch vom Telefon, kommt drauf an, wo ihr die gespeichert habt, natürlich zu Google übertragen. Das machen wir so, wir drücken natürlich wieder diese Optionstaste. Wir wählen den Punkt, wir scrollen natürlich nach oben, wir wählen den Punkt importieren, exportieren aus. Jetzt öffnet sich natürlich das Fenster und was wir natürlich machen, ich habe hier zum Beispiel jetzt meine ganzen Kontakte auf der SIM-Karte. Wenn ihr natürlich die Kontakte auch auf dem Telefon habt, müsst ihr den Schritt dann importieren von USB-Speicher nehmen, aber ich nehme jetzt den Punkt von SIM-Karte importieren. Und jetzt können wir natürlich auswählen, wo wir es speichern wollen. Da ich mein Google-Konto natürlich schon angemeldet habe, drücke ich auf Google. Auf Google, das sind wir zum Beispiel hier. Das auch dann überträgt. Wir melden uns natürlich hier mal ein. So, ich habe mich jetzt hier angemeldet natürlich mit meinem Google-Konto, mit dem gleichen wie hier. Das ist jetzt nur zur Demonstration für euch.
Und die ganzen Kontakte, die ihr jetzt zum Beispiel bei Google speichert, die sind unter Mail und dann unter Kontakte. Und wir sehen, sie sind gar keine Kontakte. Und was wir jetzt natürlich machen, wir übertragen sie in die Cloud zu Google. Wir wählen natürlich alle aus, also ich zumindest, und bestätige das. Kontakte werden übertragen. Und wie ich hier sehen, auf der rechten Seite ist ein G, das ist bei Google gespeichert ist. Jetzt kann ich natürlich auch die Kontakte mir nur von Google anzeigen lassen. Anzuzeigen an Kontakte. Google Mail zeigt da euch die ganzen Kontakte, die bei Google gespeichert sind, an. Mit dem G. Und wie wir hier schön auf der linken Seite sehen, jetzt fängt das schon an zu synchronisieren und zu übertragen. Wie wir hier sehen. Und jetzt hat das schon die ganzen Kontakte übertragen. Und ihr könnt natürlich auch in eurem Desktop hier die Kontakte, könnt ihr natürlich draufdrücken und einfach hier bearbeiten. Was noch ein riesengroßer Vorteil ist, dass wenn ihr zum Beispiel hier jetzt auf Kontakte geht, auf eurem Handy, gehen wir zum Beispiel auf den Kontakt Bernd. Wir drücken jetzt hier auf Bernd. Gehen auf Bearbeiten, drücken hier auf das Plus, Bild, fügen ein Bild hinzu. Schneiden uns das Bild aus, was wir wollen, bestätigen das. Und speichern. Wie wir hier sehen, ist der Bernd jetzt mit dem Foto. Was ist der ganze Vorteil daran? Ja, eigentlich ist es eine schöne Sache, da wir, wenn wir jetzt auf Kontakte gehen und einen Bernd anrufen wollen, dann wird uns das gleich als großes Foto angezeigt. Wie wir hier jetzt dann sehen, natürlich synchronisiert hat es natürlich auch. Wir wählen jetzt mal hier den Bernd aus. Wir sehen, hier ist das Foto natürlich drin. Und ja, wie gesagt, der ganze Vorteil ist halt, ihr nehmt ein neues Handy oder habt ein zweites Handy oder auch ein Tablet oder sonst irgendwas oder ein Fritz-Telefon, dann wird euch auch das Bild angezeigt im Handy. Das ist eine recht coole Sache. So, ich hoffe, das Video, das hat euch natürlich gefallen. Und was ich noch vergessen habe, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kontakte speichert, hier zum Beispiel, wir geben jetzt eine Nummer ein. Zu Kontakten hinzufügen. Kontakte erstellen. Dann geben wir hier natürlich den Namen ein. Zum Beispiel hier jetzt Test. Dann könnt ihr natürlich jetzt auch schon sehen, dass
der Kontakt natürlich auf der SIM-Karte gespeichert wird. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich standardmäßig das bei Google speichern. Und wie wir hier sehen, wird es dann standardmäßig auf bei Google gespeichert. Wir drücken natürlich wieder auf Speichern. Das ist jetzt gespeichert. Und der Kontakt ist natürlich auch wieder in der Cloud gespeichert bei Google. Wie ich hier sehe. Das wird dann synchronisiert und fertig. So, ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch von euch freuen. Und vielleicht wollt ihr natürlich meinen Kanal abonnieren. Es kommen jetzt auf jeden Fall definitiv mehr Videos über den ganzen Google-Account, wie AdSense, Android und sonst irgendwas. Okay, ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Pagiel.